Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Julian, willkommen zu Smash Collectibles, einer Rubrik von Smash TV, in der es um Collectibles und sonstigen Kram geht. Heute habe ich für euch was ganz Besonderes dabei, und zwar ein 1:1 von Skyrim. Jetzt bin ich Dovahkiin, aber schreien werde ich nicht. Aber ich habe noch was anderes dabei, und darum geht es nämlich heute. Ich habe von der berühmten Firma Gaming Heads, dem 1:6 Maßstab Dovahkiin aus dem Videospiel The Elder Scrolls 5 Skyrim hier am Start. Das Ganze ist die exklusive Version und ist auf 500 Stücke weltweit limitiert. Das ist wirklich eine wundervolle, wundervolle Statue von einem wirklich sehr, sehr guten Spiel, was mich sehr unterhalten hat. Was soll man dazu sagen? Ich meine, schaut es euch an. Wir sprechen hier nicht von einer Premium Format von Sideshow Collectibles. Das ist eine 1/6-Scale-Shadow von Gaming Heads. Aber das Ganze kommt natürlich ein bisschen an Premium Format an. Und warum? Ganz einfach. Wir haben hier das Modell, die Figur, ist gesculptet in Polystone. Klar. Und natürlich, was ganz besonders bei Sideshow ist, die ganzen Leute haben Mixed-Media-Elemente in ihren Statuen. Das haben wir hier auch. Wir haben hier Kunstfell, was sich einfach wunderbar anfühlt. Nein, Spaß beiseite. Wir haben hier Kunstfell. Wir haben hier wunderbar verarbeitetes Fell. Kunstfell an die Tierschützer unter euch. Keine Sorge, die Statuen sind auf gar keinen Fall mit echtem Fell, was ja auch viel zu teuer wäre. Jedenfalls haben wir hier Mixed Media Elemente. Ich habe schon mal gesagt bei Deadpool. Wir haben hier, wenn jemand nicht weiß, was Mixed Media ist, das ist, wenn man eine Statue nimmt und verschiedene Materialien zusammenbringt, zum Beispiel um eben die Hose aus Hosenstoff zu machen, wie man so schön sagt, und dass das eben halt nicht als Hose modelliert ist, sondern einfach eine Hose dran ist. Das nennt sich Mixed Media, und das haben wir halt eben auch hier. Wir haben hier Lederelemente, wir haben hier Fellelemente, und das Ganze schaut einfach super aus. Die Pose, erinnert euch vielleicht an das Cover von Skyrim, ich blende es gleich hier ein, und das ist auch die ganze Idee dahinter von Gaming Heads. Sie wollten einfach diese wirklich wunderbare Pose von dem Cover von The Elder Scrolls 5 Skyrim nachempfinden. Und es ist ihnen wunderbar gelungen. Ich werde gleich nochmal ein paar Detailaufnahmen reinbringen. Die Statue ist 16 inches tall, sprich 40 cm groß. Und passt auch ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel eine Seite startet, fällt eigentlich kaum auf. Und das Ganze liegt daran, dass diese Statue einfach auf einer sehr schönen und relativ großzügigen Base platziert worden ist. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Drachenschwanz, der von Alduin stammt, wie es typisch im Spiel ist. Und das Ganze ist die exklusive Version. Das bedeutet, dass wir hier den flammenden, den flammenden Ball in Hand halten, den man im Spiel auch verwenden kann. Als Magier. Und das Witzige ist, wenn ich auf den Knopf drücke, der befindet sich hier, leuchtet das Ganze wunderbar auf und fängt an zu flackern. Schaut wirklich sehr cool aus im Dunkeln, wenn ihr es in der Vitrine schnappt oder sonst wo. Macht auf jeden Fall einen super coolen Eindruck. Jetzt machen wir das Ganze wieder aus. Die Statue ist auf 500 Stück weltweit limitiert und der Retailpreis war damals bei $329 und ist definitiv nicht mehr zu haben, es sei denn, ihr findet sie noch auf eBay oder im Privatmarkt, Privatverkauf oder in diversen Statuen oder im Fanforen. Falls ihr eine gefunden habt, wird der Preis meistens deutlich höher gehandelt. Man geht von einem Preis zwischen 400 bis 500 Euro aus. Kommen wir zu den Details. Die Details sind einfach nice. Einfach nice. Wie ihr sehen könnt, die Drachenhörner oder was auch immer das für Hörner sein sollen, sind wunderbar modelliert. Der Helm sieht fantastisch aus. Die Augen, das Gesicht, wunderbar. Es ist an alles gedacht worden. Man hat
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Man hat wirklich die Konzeptzeichnungen und die 3D-Modelle von Bethesda genommen und habe damit gearbeitet, um diese wunderbare Statue herzustellen. Und deshalb konnte gar kein Detail vergessen werden. Deshalb ist diese wunderbare Statue, wie wir sie in Händen haben, nun da. Ihr seht, der Gürtel ist wunderbar gemacht. Wir haben sogar die kleinen Nieten hier vorne auf dem Leder. Wir haben die nordischen Symbole aus der Welt von The Elder Scrolls auf der Brust. Entschuldigung. Wir haben. Es ist an alles gedacht worden. Wir sehen hier im Schwert, haben wir sogar das typische nordische Einhandschwert bis zum Zweihänderschwert. Die eingravierten Stellen sind alle eins zu eins nachempfunden. Die Beinschienen sind mit Leder, na wie sagt man, mit Leder ummantelt worden. Mir fällt gar kein besseres Wort dazu ein. Und hier haben wir ebenfalls nochmal Fell-Elemente, allerdings diesmal nicht wie hier im Kunstfell, sondern dieses modelliert. Hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Kunstfell drüber gehen können, aber macht nichts, denn das Ganze sieht einfach Hammer aus. So, was gibt es noch zu sagen? Ich würde euch hier ganz gerne die Base zeigen. Allerdings habe ich das Gefühl, wenn ich das mache, dass vielleicht irgendwas kaputt geht. Und so tollpatschig wie ich bin, so passiert das vielleicht auch. Falls ihr Fragen habt, kommentiert. Und ja, es ist einfach eine wundervolle Statue, die ich ergattern konnte bei eBay. Und ich hoffe für alle Skyrim-Fans da draußen, dass ihr auch mal die Chance bekommt, so eine Statue zu ergattern. Vergesst nicht, schaut bei gamingheads.com vorbei. Die haben noch viele weitere Skyrim-Produkte und Elder Scrolls Online-Produkte auf ihrer Seite. Die wollen jetzt auch noch aus dem Online-Spiel einen Bretonen rausbringen, sowie einen Nachtigall aus Skyrim und glaube ich noch eine Nachtelfe, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls super Statue. Ich kann auch ganz genau mal das Licht anmachen, wenn ihr wollt. Zack, da flattert's. Und ja, super Teil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert. Was haben wir noch als nächstes? Ach ja, Michael Keaton. Die Batman-Statue von Sideshow ist übrigens auch angekommen. Davon wird es im nächsten Video geben. Ihr findet gleich auf den nächsten paar Minuten doch die englische Version für unsere internationalen Zuschauer. Und ja, falls ihr den Snowtrooper noch nicht gesehen habt, dann klickt einfach hier drauf. Und falls ihr Deadpool noch sehen möchtet, klickt einfach hier drauf. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Ich bin Julian von Smash TV und das war's mit Smash Collectibles. Aber zum Schluss. Fuß, Bruder! Fuß, Bruder!